Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu einem weiteren Teil von unbekannten Büchern in meinem Lieblingsbuchregal, die ich euch gerne vorstellen möchte, falls ihr sie denn nicht wirklich doch schon kennt. Aber ja, heute geht es um Dystopien und Fantasy und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, das ist das Genre, bei dem es echt schwierig wurde, euch Bücher herauszusuchen, die unbekannter sind. Deswegen kennt ihr bestimmt alle von diesen Büchern in irgendeinem Maße schon und habt sie vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Aber für mich sind das einfach Bücher, wo ich das Gefühl habe, ich habe den Hype vielleicht nicht mitbekommen, weil ich es einfach viel später gelesen habe, ich weiß es nicht genau. Und hatte nie das Gefühl, dass sie so wahnsinnig oft auf BookTube gezeigt worden sind. Deshalb habe ich gedacht, ich zeige sie euch heute. Wie gesagt, wahrscheinlich kennt ihr sie schon. Köpft mich bitte nicht. Wenn das der Fall sein sollte, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sie vielleicht auch gelesen habt. Und ansonsten beginnen wir jetzt mit dem Video. Und ich würde sagen, los geht's. Wir starten mal mit einer Reihe, die vielleicht auch jetzt momentan nicht mehr so bekannt ist, weil sie einfach nie komplett übersetzt worden ist. Und weil sie damals im Pan Verlag erschienen ist. Und das wurde natürlich relativ schwierig, weil der Pan Verlag sich im Laufe meiner Jugend irgendwann aufgelöst hat und dann nicht mehr existent war. Teilweise wurden die Bücher dann irgendwie von Drömer Knauer übernommen. Und gerade bei zwei der Bücher, die ich euch heute zeige, ist das eben der Fall. Die eine Reihe wurde noch komplett zu Ende übersetzt, aber bei dieser Reihe hier ist das leider nicht so gewesen. Was ich bis heute leider sehr, sehr enttäuschend finde und sehr bedauere, weil das eine unfassbar tolle Reihe ist. Und ich mir gerne gewünscht hätte, sie komplett lesen zu können, was aber nicht der Fall ist, weil der Autor leider im Originalen aus Frankreich kommt und ich leider kein französisches Buch lesen kann, auch wenn ich Französisch in der Schule hatte. Ja, das schaffe ich dann doch nicht. Es geht um Alterra von Maxime Chatham, einem Franzosen. Und man kann im Deutschen 4 Teile in Buchform bekommen. Die ersten 3 eben in dieser wunderschönen Hardcover-Ausgabe aus dem Pan Verlag. Und den 4. hat Knauer dann tatsächlich auch übersetzen lassen und im Taschenbuch noch rausgebracht. Die weiteren Teile, die es eben im Französischen noch gibt, können wir nicht bekommen. Ja, worum geht es in dieser Reihe? Es geht darum, dass wir quasi eine Erde haben, die sich plötzlich gegen die Menschen wehrt. Und es ist ein Tag, an dem plötzlich Naturkatastrophen überall auf der Welt geschehen. Erwachsene verwandeln sich zu Monster, andere verschwinden vollständig und plötzlich müssen sich die Kinder komplett alleine durchschlagen. Die Natur holt sich ihre Erde zurück. Die Häuser werden von Pflanzen umrankt und Wasser überall und dies und das. Und wir haben jetzt hier eben einen Jungen und seinen besten Freund. Und ich glaube, sie treffen dann irgendwann noch ein Mädchen, die sich jetzt quasi durchschlagen, um andere Kinder zu finden und dabei eben auch herausfinden, dass sie plötzlich bestimmte Gaben haben. Und ach Leute, ich fand diese Reihe so, so toll. Man muss halt ja auch wirklich dazu sagen, dass ich da eine bestimmte Erinnerung einfach dran habe, weil das tatsächlich eine der ersten Dystopien gewesen ist, die ich gelesen habe. Ich glaube auch, dass ich die tatsächlich schon vor die Tribute von Panem gelesen habe. Und deswegen ist das für mich einfach so was Neues gewesen, was total Spannendes. Ich habe da, Leute, diese Erinnerungen, die ich an diese Reihe habe, gehen wirklich, wirklich tief und sind wirklich, wirklich so richtig so, ne, Gänsehaut hier, Spannung da. Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes, diese Reihe. Da verbinde ich einfach so viel mit, dass ich kann mich noch genau entsinnen, wie ich das gelesen habe. Und das ist einfach toll. Also diese Reihe ist so unfassbar gut und wirklich, Leute. Also ich muss halt wirklich sagen, man kann die ersten 3 Teile auch sehr, sehr gut als 3-Teiler lesen. Man kann auch den 4. noch super mit anschließen, aber ich finde, der bleibt dann halt relativ offen, weil da halt eigentlich noch was rangehört. Aber lest's, Leute. Also ich glaube, man kann die sich alle auch sehr, sehr gut und für billig als E-Books holen. Ich würde es zwar nie als E-Books lesen, aber wenn man die Geschichte nicht anders bekommt, weil ich glaube auch, dass die hier relativ teuer gebraucht und angeboten werden, aber oh Leute, bitte holt's euch. Es ist einfach so fantastisch. Eine der besten Dystopien, gerade wirklich auch im Kinder-Jugendbuchbereich. Also das ist nicht so, dass es... Es ist schon super brutal. Doch, es ist schon super brutal teilweise. Aber es geht halt um Kinder. Und ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich möchte euch so sehr davon überzeugen, das zu lesen, weil ich das so liebe einfach. Aber
Es ist halt schwierig, weil sie gibt es halt neu nicht mehr und sie ist nicht weiter übersetzt worden, aber sie ist trotzdem so gut. Ich bedauere das wirklich bis heute, dass sie nie fertig übersetzt worden ist, weil das ist für mich halt wirklich schwierig zu wissen, dass ich nie das Ende kennenlernen werde von dieser Geschichte. Ja. Ja, ich wünschte mir, das wäre wie bei der Renegades-Reihe, dass sich irgendjemand einfach zu Hause hinsetzt und sich dazu entscheidet, das zu übersetzen und dann vielleicht wirklich im Self-Publish rauszubringen für die Fans so. Aber das wird, glaube ich, niemand tun. Das ist halt auch einfach schon zu lange her, dass sie hier in Deutschland halt als Neuerscheinung rauskam, ne? Weil diese ersten drei sind halt wirklich noch im Pan-Verlag rausgekommen. Und ich glaube, da interessiert sich jetzt keiner mehr für. Aber ich würde das echt feiern, Leute. Das könnt ihr mir vorstellen. Ich glaube, im Originalen sind es irgendwie 6 Stück oder so. Das heißt, 2 oder 3 Stück fehlen mir halt wirklich noch. Und die werde ich wahrscheinlich nie lesen können. Und das ist schon unfassbar traurig. Ja, ihr Lieben, dann habe ich hier Whisper von Isabella Bedi. Bei Isabella Bedi habe ich schon das Gefühl, dass viele sie kennen. Aber auch da, wie gesagt, ich habe nie mitbekommen, dass irgendwie das auf BookTube so rumgegangen ist. Und für mich ist Whisper halt auch tatsächlich eines meiner absoluten Jugendliebschaften. Ich habe dieses Buch in meiner Jugend gelesen und es war sogar zweimal. Es ist ein Buch, das in eine sehr mystische, geisterhafte Richtung geht. Das heißt, ich als Jugendliche, sehr verschrecktes Häschen, habe da im Bett gesessen und habe Angst vor den Monstern unterm Bett gehabt. Es geht hier um Noah. Und Noah macht irgendwie, entweder sie macht Ferien oder sie sind umgezogen. Ich glaube, sie sind in ein neues Haus umgezogen. Und sie findet halt im Laufe der Geschichte heraus, dass da ein Geistermädchen lebt. Und was diesem Geistermädchen widerfahren ist, müsst ihr selbst lesen. Das ist etwas sehr Schreckliches. Und sie findet das mit einem Jungen aus dem Dorf heraus. Ich glaube, der heißt David. Und in den verliebt sie sich natürlich auch. Und für mich war das absolut eins der Jugendbücher, Leute. Ich habe das gefeiert. Ich bin da so mitgegangen. Ich habe mir da auch immer so eine Liebesgeschichte gewünscht. Habe mich gegruselt vor dem Geistermädchen in diesem Haus und vor dem, was ihr passiert ist. Es war dann zum Schluss auch sehr, sehr spannend tatsächlich. Ich mochte das. Es ist bis heute das liebste Buch von Isabella Bedi, das in meinem Regal steht. Ich habe keines von ihr mehr gemocht als dieses hier. Und bis heute ist dieses Cover für mich einfach. Es spricht zu mir und sagt mir, ich habe dich geliebt in meiner Jugendzeit und ich habe dich geprägt in deiner Jugendzeit. Und ja, ihr Lieben, was man nicht alles in der Jugend gelesen hat, was einem irgendwie so im Herzen drin geblieben ist. Das ist einfach unfassbar schön. Dann kommen wir aber jetzt zu einem Buch, was ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe. Ich glaube, es war auch 2019, könnte es gewesen sein. Und zwar ist das Das Ting von Arthur Ziuk. Das ist ein Buch, das zwar schon einige Leute gelesen haben, das glaube ich schon, aber es gibt gar nicht mal so viele Leute, die das auch so sehr gemocht haben wie ich. Also ich glaube, ich habe noch eine andere Rezension gesehen von einer Dame, die das auch so krass gefeiert hat wie ich. Aber ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mal so viele Leute gibt, die das im Endeffekt so toll fanden. Und das finde ich so schade, dass ich halt das Gefühl habe, ich muss euch das nochmal zeigen. In diesem Buch geht es um 4 junge Leute, die ein Start-up gründen. Und dieses Start-up ist eben das Ting, das Empfehlungen ausspricht, wodurch man effektiver arbeitet, effizienter arbeitet und einfach generell das Leben effizienter machen soll. Und aber vielleicht nicht immer Entscheidungen trifft, die man selbst persönlich so toll findet. Aber diese 4 Leute haben sich eben im Laufe eines Experimentes dazu entschlossen, allen Empfehlungen dieses Tings Folge zu leisten, um einfach zu gucken, ob das so funktioniert und das Leben halt wirklich effizienter macht. Und ihr Lieben, auch dieses Buch ist unfassbar toll geschrieben. Der Schreibstil ist einfach der Wahnsinn. Man liest es so unglaublich schnell und das, obwohl es 450 Seiten hat. Es ist eine so gut ausgearbeitete Geschichte, die einfach Sinn macht. Wir lernen hier wirklich auch alle 4 dieser jungen Leute gut kennen, bekommen ihre Hintergründe vermittelt und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das geht so tief und das zeigt so viel über die Menschen. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, Leute. Also dieses Buch ist einfach nur der Wahnsinn.
Dieses Buch ist der Wahnsinn. Ich habe mir da unfassbar viel auch einfach markiert, tatsächlich in diesem Buch, weil da so viele Sätze drin waren, die ich einfach so nachvollziehen konnte und so aufgesaugt habe. Also, absolutes Lieblingsbuch einfach. Absolutes Lieblingsbuch. Ich glaube, dass das auch 2019 gewesen ist. Also, wenn ihr Bock habt, schaut euch doch gerne nochmal meine Jahreshighlights von 2019 an. Ich glaube, da müsste das auch drin gewesen sein, genauso wie der Store. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade der Store mehr durch die Decke ging, weil das ja so ein bisschen Bezug auf Amazon hat. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dass jeder das gelesen hat. Ich ja unter anderem auch. Und ich habe es auch gefeiert. Aber das Ting war nochmal ein Ticken besser. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir Der Kuss des Kie von einer Autorin, die mit Sicherheit jeder kennt, nämlich Lynn Raven. Obwohl ich ja dazu sagen muss, dass gerade so zwei Autoren, nämlich Lynn Raven und Nina Blason, eher auch so in meiner Jugendzeit so die Trendautoren waren. Also die haben deutlich mehr Bücher rausgebracht als momentan. Ich glaube, Lynn Raven bringt ja momentan sowieso gar nichts raus. Nina Blason schon, aber das war in meiner Jugendzeit deutlich mehr. Da waren das irgendwie so die Autoren, die hat jeder gelesen, die hat jeder gefeiert, jeder geliebt. Und ich habe ja von Lynn Raven tatsächlich auch zwei Lieblingsbücher im Regal, nämlich einmal Blutbraut, aber auch da habe ich das Gefühl, das kennen vielleicht mehr Leute als jetzt mal Der Kuss des Kie. Unglaublich krasse High Fantasy und unglaubliche Liebesgeschichte auch einfach. Es geht hier nämlich um Mordan, er ist der Heerführer der Kie. Und um Lijanas. Und Lijanas ist vom Volk der Nivad und sie ist eine Heilerin. Und im Auftrag seines Königs soll Mordan Lijanas eben zu ihm bringen. Und sie ist halt eine sehr aufsässige Person. Ich meine, sie wird entführt. Mordan ist quasi ihr Entführer. In dem Sinn ist es tatsächlich sogar eine sehr toxische Beziehung. Aber ich meine, er ist ein Krieger, er macht es halt einfach. Es ist seine Aufgabe. Deswegen tut er das für seinen König. Vor allem, weil er halt das Gefühl hat, dass er auch im Recht ist und das darf. Und Lijanas setzt sich halt zur Wehr und er ist halt auch sehr brutal. Also man muss halt auch wirklich sagen, er setzt sich halt gut durch im Gegenzug zu seiner Geisel so. Aber sie schafft es irgendwann zu ihm durchzudringen und seinen harten Panzer so ein bisschen zu zerbröckeln zu lassen. Und ja, da entwickelt sich natürlich eine Liebesgeschichte. Und zum Schluss finden die beiden halt natürlich heraus, dass der König von Mordor natürlich auch Dreck am Stecken hat. Und dass Mordan tatsächlich auch zu einigen Dingen gezwungen worden ist, die er gar nicht machen wollte. Und ihr Lieben, ich feiere dieses Buch. Ich liebe Mordan. Dieser Typ war für mich schon immer der Mann schlechthin. Denn er gehört halt zu den Kie. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die sind halt sehr. Wie soll ich das sagen? Er hat halt Fell überall. Er ist so ein Schrank. Also ich hab den schon immer unheimlich attraktiv gefunden, ne? Und dann diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, das hat mich einfach umgehauen. Also diese Leidenschaft dahinter und wie das hier aufgebaut ist. Ja, ich feiere das. Es sind so, so viele Bücher, die ich halt auch in meiner Jugend einfach weggesuchtet habe und wo ich mich wirklich habe reinfallen lassen. Ich habe damals auch noch sehr, sehr intensiv gelesen. Ich habe das Gefühl, dass ich das heutzutage gar nicht mehr so richtig kann, dass das nur noch bei einigen wenigen Schätzchen passiert, dass ich so richtig krass intensiv lese und mich in die Geschichten reinfallen lassen kann. Und früher hat das so unfassbar oft und gut funktioniert. Und ja, es macht einfach Spaß, Leute, in Erinnerungen zu schwelgen. Ja, und dann noch eine Reihe, bei der es eben auch so ist, dass sie tatsächlich angefangen mit Band 1, es geht um das Verbotene Eden, David und Juna, im Pan Verlag erschienen sind und Teil 2 und 3 sind dann schon im Drömer-Knauer Verlag erschienen. Denn auch da war das eben die Zeit, wo der Pan Verlag sich leider aufgelöst hat. Und wir haben hier eben auch tatsächlich eine der ersten Dystopien, die ich hier gelesen habe, das Verbotene Eden, wo es darum geht, dass Frauen und Männer komplett getrennt leben, weil man halt herausgefunden hat im Laufe der Zeit, dass sich Frauen und Männer nichts Gutes bringen, dass da nur Intrigen und Krieg bei rauskommt. Und so funktioniert das ganz gut. Also wir haben die Männer, die teilweise Mönche sind, teilweise halt, was weiß ich, Arbeiter hier und da. Und dann haben wir die Frauen, die halt als Heilerin tätig sind. Und dann haben die sich halt irgendwie trotzdem kurzgeschlossen, dass ne, die Frauen trotzdem weiterhin die Babys bekommen, damit die Welt halt nicht, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Und alles das, was da halt männlich ist, wird dann den Männern geschickt. So, also man bleibt unter sich. Frauen und Männer bleiben unter sich. Und dann haben wir jetzt eine dreiteilige Geschichte, in der wir jeweils eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau haben und die dieses System halt einfach so ein bisschen hinterfragen und stürzen wollen. Und ich habe das wirklich, wirklich toll gefunden, Leute. Das ist einfach total
cool gemacht. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich es gelesen habe. Es ist eben auch eine Jugendreihe, beziehungsweise eine Dystopie, die ich in meiner Jugendzeit gelesen habe und die mir da halt einfach auch total viele schöne Erinnerungen einfach beschert hat. Und ja, was soll ich sagen? Ich meine, es ist halt wirklich so eine der ersten Dystopien. Das wirkt irgendwie nach und ich habe auch immer so das Gefühl, gerade so zu meinen ersten Dystopien, da kommt heutzutage nichts mehr dran so. Es gibt halt wirklich diesen krassen Einheitsbrei heutzutage und damals war vieles für einen halt einfach noch neu und gerade wenn man noch nie in diese dystopische Richtung gelesen hat und dann plötzlich sowas hat wie Altera oder eben das verbotene Eden, das ist total spannend und reinziehen und einfach was komplett Neues und Eigenes. Das ist halt einfach irgendwie, ja, da sind halt Erinnerungen, die da dranhängen, die meine Jugendzeit viel geprägt haben und es hat einfach Spaß gemacht, Leute. Also wirklich in diese Buchwelt zu starten, schon von Anfang an, hat mir so Spaß gemacht. Und es war halt, es ist ja wirklich jahrelang vor BookTube gewesen, bevor ich mit BookTube angefangen habe. Ich meine, das war eine Zeit, da hatte ich, glaube ich, noch nicht mal ein Smartphone, ja. Also ich bin tatsächlich schon in dieser Bücherwelt aufgewachsen, von klein auf. Und da hat man so viel erlebt und so viel kennengelernt und es hat so Spaß gemacht. Und wenn man dann daran zurückdenkt und diese Erinnerungen teilweise an Buchreihen und Bücher hat, das macht einfach glücklich und da kann man sich wirklich flüchten in andere Welten und das ist einfach so schön und was soll ich sagen? Ich liebe es, dass Bücher das einfach können, dass sie mein Leben so komplett geprägt haben, mir so, so schöne Erinnerungen einfach im Nachhinein bescheren können. Jedes einzelne Buch und das, obwohl ich ja teilweise die ganzen Plot-Twists natürlich nicht mehr im Kopf habe, aber trotzdem hängt da natürlich wahnsinnig viele Erinnerungen dran und das ist einfach der Hammer. Das ist total schön, ich liebe das und ja, ich konnte in meinem Leben wirklich schon sehr, sehr vielen, in sehr, sehr viele Welten eintauchen und ja, I like it, ihr Lieben. Genau, das war's zu diesem Video. Falls euch dieses Videoformat gefällt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt drei Videos zu drei verschiedenen Genres abgedreht. Mir hat's Spaß gemacht. Falls ihr da noch mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, dann werde ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Videos zu machen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!